Gestern die Dialektik, das vollkommene Aufwachen, die Erkenntnis des kontinuierlich alles sich verschwinden machenden und dann die Gegenprobe. Aber wenn es sich kontinuierlich auflöst, dann ist das ja auch der Grund dafür, dass an dessen Stelle immer wieder ein Neues rückt. Und die Entropie im Gesamtsystem gar nicht die Oberhand gewinnt. Der Determinismus, den die Organismen einerseits aus den letzten Epizyklen mitbekommen haben, in dem alles schon festgeschrieben ist, aber dann andererseits eben, das ist es ja, was dann in den Selektionserprobungsspielen ausgetestet werden soll und dann eben nicht zu vergessen, wenn auch determinativ und letztlich schon das Schicksalslos bestimmt, es ja auch darum geht, während dieser Austestungen, egal ob das etwas Neues ist oder nicht, dann jene Erfahrungen zu machen, entweder aufgrund des Mitgebrachten oder eben aufgrund des Schicksals, wie es sich ergibt in den Interaktionen, wie sich das erprobt, dass diese Neuerfahrungen dann im nächsten Epizyklus wieder die Basis abgeben, sodass es ein bedingter Determinismus ist, ein flexibler Determinismus.